Am Aktienmarkt wurde wieder ein extrem seltenes Signal ausgelöst, über das wir heute unbedingt sprechen müssen. Außerdem sind die sogenannten Grinch-Tage endlich vorbei und viele von euch wollten dazu noch in diesem Jahr ein Update von mir haben. Deswegen werde ich das jetzt noch erstellen, bevor das neue Jahr anfängt. Und wie immer werden wir uns noch mit vielen anderen Daten und Statistiken beschäftigen, denn die große Frage, die immer wieder im Raum stehen bleibt, ist natürlich, ob wir im Jahr 2024 einen gewaltigen Crash erleben werden oder ob das Jahr 2024 sehr bullig sein wird. Und genau das werden wir jetzt versuchen, einmal zu beantworten. Sollte dir also wie immer dieses Video weiterhelfen und gefallen, dann kannst du mich jetzt komplett kostenfrei unterstützen. Kurz das Video pausieren, einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date. Und das Allerwichtigste natürlich wie immer, gerne deine These mal unten in die Kommentare reinschreiben. So verschwenden wir wie immer keine weitere Zeit und fangen hier sofort an. Vorher aber noch eine ganz kleine Anmerkung. Zum Ende des Videos werde ich noch eine Info raushauen bezüglich der Upload-Frequenz meiner Videos, denn bei mir wird sich im nächsten Jahr privat ein bisschen was verändern. Deswegen möchte ich euch hier auch einmal kurz updaten. Und hier nochmal an der Stelle einen ganz großen Dank an diesen heftigen Support von euch Leute. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Die Mails und die Kommentare, die ich bekomme, das Know-how, das ihr teilweise mit der Community teilt, eure Erläuterungen, wie konstruktiv das Ganze ist, ist einfach der Wahnsinn. Ich lese mir sehr gerne eure Kommentare durch, egal ob die positiv oder negativ sind, denn ich selbst bin auch nicht perfekt. Ich muss meine eigene These auch immer wieder hinterfragen. Deswegen finde ich eure Kommentare auch so wertvoll. Vielen lieben Dank hier an euch und deswegen wünsche ich euch auch ein frohes neues Jahr und viel Erfolg für das Jahr 2024. So, genug um den heißen Brei geredet, jetzt kommen wir hier zu den wichtigen Daten und wir wissen ja alle, dass die Aktienmärkte sich in gewissen Zyklen bewegen. Diese hätte man auch lustigerweise in den letzten 2 Jahren sogar als Schablone benutzen können, um die Märkte fast perfekt zu timen, ist schon ein wenig gruselig. Auf jeden Fall das nächste Jahr, also das Jahr 2024, ist in den USA ein sogenanntes Wahljahr. Und ich habe ja auch zum Beispiel schon in älteren Videos erklärt, in einem sogenannten Wahljahr ist zumindest statistisch gesehen das erste Quartal für die Aktienmärkte eigentlich nicht allzu positiv. Das heißt, wir sehen entweder eine Konsolidierungsphase an den Aktienmärkten oder sogar unter anderem eine kleine Korrektur. Und ich persönlich warte aktuell auf 2 Ereignisse, denn Mitte Januar sollen in den USA die Inflationsdaten veröffentlicht werden. Und da wird es entscheidend sein zu sehen, ob die Inflation sich auch weiterhin positiv entwickelt. Werden wir sehen, dass die Inflation weiterhin niedrig bleibt oder sogar weiter nach unten fällt, oder sehen wir genau das Gegenteil, dass die Inflation zum Beispiel nach oben spiked, denn das wäre ein perfekter Grund für die Aktienmärkte dann erstmal zu korrigieren. Das zweite Ereignis und für mich persönlich auch deutlich wichtigere Ereignis ist die Sitzung der Fed, die dann Ende Januar stattfinden soll. Dort wird die Fed dann wieder über die Zinsen sprechen und hier wird es für mich auch entscheidend sein zu hören, ob die Fed weiterhin positiv gestimmt ist bezüglich der Zinssenkungen im Jahr 2024 oder ob die auf einmal komplett umkehren wollen, die Zinsen länger oben halten wollen oder vielleicht sogar weiter nach oben anpassen wollen. Denn das wären wieder sehr gute Gründe, zum Beispiel für die Märkte, um zu reagieren. Daher bin ich auch weiterhin gespannt und werde euch auch selbstverständlich im nächsten Jahr auf dem Laufenden halten. Übrigens haben wir auf diesem Kanal auch über die Rotation der Märkte gesprochen, denn das Geld bleibt ja nie wirklich still liegen. Es zirkuliert durchgängig von Assetklasse zu Assetklasse, von Branche zu Branche oder auch von Unternehmen zu Unternehmen. Und so habe ich ja auch schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass höchstwahrscheinlich, zumindest laut den Statistiken, Small- und Mid-Cap-Unternehmen die Big-Caps outperformen werden. Das heißt, wir werden sehen, dass diese wirklich sehr stark ansteigen werden. Und genau das konnten wir in den letzten Wochen beobachten. Von Oktober bis Dezember konnte man sehen, dass die Small- und Mid-Caps wirklich sehr stark performt hatten. Auch der Russell 2000 ist wirklich sehr gut gelaufen, während die Large-Caps hinten geblieben sind. Wobei man hier natürlich auch fairerweise sagen muss, dass die Large-Caps Anfang des Jahres schon ihren gewaltigen Run hatten. Nichtsdestotrotz waren hier viele Leute kalt erwischt worden, weil man dann sehen konnte, dass auf einmal im November und Dezember viele von diesen Small-Caps auf einmal innerhalb von wenigen Wochen um 100 bis 200% gestiegen sind. Wobei hier viele Investoren irgendwie immer wieder vergessen, dass Small Caps ja auch deutlich leichter zu bewegen sind als zum Beispiel Large Caps. Denn Small Caps sind von der Marktkapitalisierung wirklich sehr, sehr klein. Das heißt, man braucht dort auch weniger Liquidität, um diese dann wirklich zu bewegen in irgendeine bestimmte Richtung, während es bei Large Caps schon wirklich sehr, sehr schwer ist. Schauen wir uns jetzt die Statistiken an, dann sehen wir auch zum Beispiel, dass der Januar und auch der Februar weiterhin sehr gut sein sollen für den Russell 2000 und somit auch weiterhin für die Small Caps, bis es dann irgendwann dann erst ab März dann nach unten geht. Das alles sind natürlich nur Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, aber es bedeutet auf keinen Fall, dass es zu 100% auch genauso kommen muss. Auf jeden Fall hatten wir letztens erst ein sehr spannendes Signal, was ausgelöst wurde, ein sehr, sehr seltenes Signal. Und hier geht es wieder um das Thema Momentum. Ich habe ja auch schon in älteren Videos wirklich mal über den mittel- und langfristigen Trend des Aktienmarktes gesprochen.
Dort hatten wir auch wirklich extrem seltene Signale uns mal gemeinsam angeschaut. Und hier haben wir wieder ein neues, sehr seltenes Signal, was nicht allzu oft ausgelöst wird. Also ihr könnt es sehen, das ist jetzt das vierte Mal, dass wir einen Shift, also zumindest einen so starken Shift beim Momentum sehen können. Und hier erkennen wir auch jedes einzelne Mal, nachdem dieses Signal ausgelöst wurde, sind die Aktienmärkte dann erstmal nochmal deutlich gestiegen. Deswegen gehe ich persönlich auch erstmal weiterhin davon aus, dass das Jahr 2024 sehr bullig sein wird. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt kein Investor, der sich in eine einzelne These festbeißt und dann 10 Jahre lang an dieser festhält, bis sie dann irgendwann eintrifft, während zum Beispiel die Aktienmärkte sich ganz anders entwickeln oder auch ganz andere Signale ausgelöst werden. Ich selbst bin ja ein aktiver Investor, deswegen beschäftige ich mich jeden einzelnen Tag mit den Märkten, denn jeden einzelnen Tag kann sich die Welt komplett verändern. Die Welt ist ja aktuell sehr, sehr schnell und deswegen ist es meiner Meinung nach für alle aktiven Investoren auch grob fahrlässig, nur eine einzelne These zu haben und dann zu glauben, dass für die nächsten 5 bis 10 Jahre man sich komplett ausruhen kann. So wird man meiner Meinung nach auf jeden Fall keinen Erfolg haben an der Börse. Da muss man sich schon wirklich sehr viel mit diesem Thema befassen. Ausgenommen sind natürlich alle Leute, die jetzt einfach nur im Hintergrund irgendwelche Sparraten haben und dann in 20 Jahren oder sowas aussteigen wollen. Denn langfristig gesehen sind bisher die Aktienmärkte immer weiter gestiegen, weil die Welt sich ja auch immer weiter zum Positiven verändert. Dennoch bin ich allzeit bereit, meine These anzupassen. Sollten die Märkte mich nämlich im Jahr 2024 eines Besseren belehren und sollten wir dort doch einen Crash sehen, dann werde ich mich natürlich rechtzeitig anders positionieren, damit ich auch aus dieser Krise als Gewinner hervorgehen kann. Auf jeden Fall ist es vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant, wir hatten ja am Anfang über die Zyklen gesprochen, zu sehen, wann wir überhaupt Rezessionen sehen in den USA. Und so hätte man zum Beispiel auch schon frühzeitig erkennen können, dass wir in einem sogenannten Pre-Election Year, und das war nun mal das Jahr 2023, bisher wirklich keine einzige Rezession hatten in den USA. Ist schon wirklich sehr verblüffend. Die ganzen Rezessionen sehen wir tatsächlich erst im vierten Jahr, das heißt erst im Wahljahr, das wäre jetzt das Jahr 2024. Hier haben wir 5 Rezessionen schon mal gehabt. Das ist natürlich wirklich krass. Es kann durchaus sein, dass wir im nächsten Jahr eine Rezession haben werden. Wird definitiv sehr spannend sein und deswegen sollte man auch darauf vorbereitet sein. Das interessanteste Jahr wird aber für mich persönlich das Jahr 2025 sein. Bis dahin plane ich eigentlich meine ganzen Gewinne mitzunehmen, zumindest die aktuelle Strategie, denn dort haben wir bisher die meisten Rezessionen gesehen. Und in der Geschichte hatten wir bisher nicht allzu oft Soft Landings gesehen. Die Fed hat bisher viel häufiger Rezessionen ausgelöst und damit einhergehend natürlich auch den ganz großen Börsencrash. Also immer wenn wir eine Rezession sehen, sehen wir natürlich auch, dass die Aktienkurse dahin schmelzen. Bisher das größte Argument für eine Rezession ist immer noch die inverse Zinskurve. Diese befindet sich aktuell immer noch in einem inversen Bereich und erst wenn sich diese normalisiert, sehen wir normalerweise auch eine sehr, sehr starke Rezession und dann halt auch einen Aktiencrash. Das Problem hier ist natürlich das Timing, denn keiner weiß so genau, wann sich diese inverse Zinskurve wieder normalisieren wird. Und dementsprechend kann es auch durchaus sein, dass wir die Normalisierung erst zum Beispiel im Jahr 2025 oder auch im Jahr 2026 sehen werden. Hier ist es auf jeden Fall trotzdem wichtig, auch mal sich den Investmentzyklus anzuschauen bzw. die Psychologie der anderen Investoren, denn ich habe euch schon oft erklärt, dass die Aktienmärkte nicht geradewegs in einer Linie nach oben steigen. Zwischendurch sollte man immer mit einer Konsolidierungsphase oder einer Korrektur rechnen, denn zwischendurch sehen wir, dass die Aktienmärkte wirklich sehr stark überhitzen. Es geht dann wirklich in diese FOMO-Zeit rein. Aktuell sehen wir auch zum Beispiel laut vielen Indikatoren, auch dem S&P 4 und Greed Index, dass die Märkte schon sehr, sehr heiß gelaufen sind. Viele Leute fangen jetzt langsam an zu zocken. Und genau das sind die Momente, wo ich mich persönlich eher defensiv positioniere. Das heißt, ich kaufe zum Beispiel erstmal nicht nach bei meinen langfristigen Investments. Ich warte erstmal ab, bis eine Korrektur kommt. Und sollte keine Korrektur kommen, sondern die Märkte weiter nach oben laufen, da bin ich aber zumindest auch hier mit dabei, weil ich meine langfristigen Positionen nicht verkaufe. Also kurzfristige Trades sind hier natürlich ausgenommen. Übrigens ist es auch aktuell sehr positiv zu sehen, dass wir eine Rotation an den Aktienmärkten haben, denn dadurch wird die Breite des Aktienmarktes auf einmal positiv gestimmt. Also das Momentum verändert sich jetzt aktuell wirklich zum Positiven und das auch bei vielen anderen Sektoren. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für einen echten Bullmarkt, dass man nicht nur beobachtet, dass jetzt nur ein paar Aktien davonlaufen und zwar die größten, sondern auch, dass die kleineren Aktien jetzt langsam in diesen Bullenmarkt mit einsteigen. Und so können wir dann auch jedes Mal beobachten, wenn diese Signale der positiven Breite dann ausgelöst werden, dass daraufhin zum Beispiel der S&P 500 auch wirklich sehr gut performt. Also wir haben hier eine Winrate von 98%, dass ein Jahr später, nachdem diese Signale ausgelöst wurden, der S&P 500 deutlich positiver schließt. Außerdem haben wir auch gesehen, dass sowohl der November als auch der Dezember an den Aktienmärkten positiv ausgefallen sind.
Und bisher in der Vergangenheit, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel sehen konnten, dass der November und der Dezember positiv waren, konnte man dann auch bisher davon ausgehen, dass das nächste Jahr auch wieder positiv sein wird. Und genau deswegen gehe ich auch weiterhin davon aus, dass das Jahr 2024 insgesamt bullig sein wird, wobei ich aber, wie schon am Anfang erwähnt, davon ausgehe, dass der Anfang etwas holpriger sein wird, den ich persönlich nutzen werde. Wie gesagt, die beide Dip-Strategie hat bisher am besten funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass man auch im Jahr 2024 diese Strategie sehr, sehr gut anwenden kann. Und erst dann ab der zweiten Hälfte geht es dann wirklich so richtig los. Und dort werde ich dann auch schauen, ob ich dann, wie gesagt, zum Ende des Jahres dann auch schon mal die ersten Gewinne mitnehme. Sollte sich meine These bestätigen, dass wir dann wirklich erst die ganz krasse Volatilität im Jahr 2025 beobachten werden. Und damit kommen wir auch schon zu dem Update der sogenannten Grinch-Tage. Vorher aber noch ganz kurz eine kleine Aufklärung. Ich habe gemerkt, der eine oder andere von euch war in den Kommentaren ein wenig verwirrt. Ich habe ja immer wieder von 6 aktiven Handelstagen an der Börse gesprochen. 3 vor Weihnachten und 3 nach Weihnachten. Ich habe es versucht, eigentlich simpel darzustellen. Tut mir leid, falls Verwirrung ausgelöst wurde, aber es ging hierbei um den 20., 21. und 22. Dezember vor Weihnachten und 27., 28. und 29. Dezember nach Weihnachten, denn die Börse hat in Deutschland am 25. und 26., also erster und zweiter Weihnachtstag, tatsächlich geschlossen und ich dachte, es wird halt für die meisten dann relativ simpel sein, das zu verstehen, aber ich kann verstehen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen verwirrt gewesen ist, denn der S&P 500 hat auch zwischendurch sich am 26. bewegt, weil international gesehen natürlich nicht überall die Börse am 26. geschlossen hat. Nichtsdestotrotz können wir hier bei diesem Indikator erkennen, jedes Mal, wenn der Grinch negativ ausgefallen ist, dass wir darauf hin dann immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatten, dass das nächste Jahr, also das darauffolgende Jahr, in unserem Beispiel das Jahr 2024, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit positiv sein wird. Also 18 von 19 Malen konnten wir dann beobachten, dass das Jahr positiv war. Und es gab natürlich aber auch genau das umgekehrte Szenario, wenn der Grinch positiv war, dann konnte man beobachten, dass in 11 von 12 Malen der S&P 500 dann wirklich extreme Verluste daraufhin im nächsten Jahr erlitt. Aktuell, wenn wir uns den Grinch anschauen, und das kann ja jeder selbst so interpretieren, wie er möchte, sieht für mich nicht allzu positiv aus, denn wir hatten am Anfang erstmal einen sehr, sehr starken Abverkauf, der dann wieder ausgeglichen wurde mit einer Korrektur. Zum Ende des Grinches, am allerletzten Tag, haben wir aber wieder eine negative Stimmung gesehen. Der Markt ist wieder so ein bisschen nach unten gekippt. Aktuell sieht es quasi fast ausgeglichen aus. Es ist nur wirklich minimal im Minus gewesen. Dementsprechend interpretiere ich diesen Indikator eher als jetzt aktuell im Minus und daher gehe ich auch weiterhin davon aus, dass das Jahr 2024 bullig sein wird. Aber das kann jeder von euch selbst für sich entscheiden, wie ihr das Ganze interpretiert. Ich kann das Ganze ja nur so vorstellen, wie ich es sehe. Übrigens sieht man auch zum Beispiel hier an der Santa Claus Rally beim S&P 500 seit 1950, immer wenn wir jetzt hier keine positive Rally hatten, das heißt immer wenn wir dann sehen konnten, dass die Märkte ein bisschen geschwächelt haben, konsolidiert haben oder insgesamt nicht so positiv waren, dann stieg die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr stark, dass wir dann sehen konnten, dass im darauffolgenden Jahr dann der Verlauf positiv war. Für mich hat sich also nicht wirklich etwas geändert. Ich bin auch weiterhin insgesamt für das Jahr 2024 sehr bullisch gestimmt, vor allem auch beim Thema Krypto. Ich werde also fleißig jeden einzelnen Dip nachkaufen, meine Kurse somit verbilligen und meine Gewinne langfristig maximieren. Transparenterweise habe ich euch ja sowieso mein ganzes Depot gezeigt, meine Strategie erklärt, ganz genau gezeigt, wie ich bisher auch geschafft habe, Geld zu verdienen. Da wäre es natürlich sehr, sehr cool, wenn ihr mich dafür unterstützen würdet, komplett kostenfrei, hier einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibt ihr auch weiterhin up to date. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, weil mir aufgefallen ist, dass viele Neulinge ja sofort Gewinne haben wollen, wollen sofort reich werden oder erhoffen sich auch teilweise, dass von 100 Indikatoren alle 100 in die gleiche Richtung zeigen, am besten auch mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit. Leute, so funktioniert die Börse nicht. Also wenn ihr jetzt hier wirklich sehr schnell reich werden wollt, dann seid ihr auf meinem Kanal sowieso falsch. Ich werde euch nur zeigen, wie ich es selber umsetze. Ihr könnt mich gerne auf dieser Reise begleiten, vielleicht auch das eine oder andere lernen oder auch meine Fehler vermeiden. Wie auch immer das Ganze am Ende des Tages ausgehen wird, ist ja sowieso euch selbst überlassen. Aber die Aktienmärkte werden uns immer wieder versuchen zu verwirren, denn ansonsten wären wir ja alle reich, wenn es so einfach wäre. Die Aktienmärkte werden Zwiespalt sehen, die Aktienmärkte werden weiterhin in verschiedene Richtungen zeigen und nur die Investoren, die dann wirklich das Ganze richtig interpretieren und sich den Märkten auch schnell genug anpassen,
können am Ende dann auch erfolgreich werden. Daher werde ich auch weiterhin im Jahr 2024 mein Bestes geben, werde regelmäßig Updates erstellen, euch fleißig mit Informationen versorgen, damit ihr auf der einen Seite up to date seid und zum anderen, wie gesagt, vielleicht sogar meine Fehler vermeiden könnt. Übrigens werde ich nächstes Jahr einige Seminare beruflich besuchen, mich hier nochmal sehr stark auf die Bilanzanalyse konzentrieren. Mein Arbeitgeber wird das Ganze bezahlen, ist natürlich sehr, sehr cool. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass ich nicht mehr so viele Videos, zumindest nicht mit einer so hohen Frequenz, raushauen kann. Es kann durchaus sein, dass das deutlich weniger sein wird im nächsten Jahr, weil das wirklich einige Seminare sein werden, die ich besuchen werde. Ich werde aber dennoch versuchen, zumindest ein bis zwei Videos in der Woche hier rauszuhauen, damit ihr up to date seid. Aber das wollte ich schon mal vorher anmerken, damit ihr euch nicht wundert, wenn ich jetzt nicht auf einmal genauso viele Videos im nächsten Jahr dann eben uploade. Auf jeden Fall hat es mich wirklich gefreut, das Jahr 2023 mit euch zu verbringen. Die ganzen Nachrichten von euch mega cool, auch mit frohe Weihnachten hat mich sehr, sehr stark gefreut. Ich drücke euch allen die Daumen für das Jahr 2024. Ich hoffe, wir werden dort alle verdammt viel Geld verdienen. Ich werde mein Bestes geben, um euch zu helfen, dort wirklich erfolgreich zu sein. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr.